Also das ist ein sogenanntes Punktendrometer und es kann Stammradiusänderungen in Mikrometergenauigkeit messen. Und zwar besteht das Gerät aus einem Rahmen und aus drei Gewindestangen, die das Gerät im Baum verankern. Und darauf sitzt eine elektronische Einheit mit einem Stift, mit einem beweglichen, und der kann diese Schwankungen in Mikrometergenauigkeit aufnehmen. Täglich schrumpft der Baum, weil er über die Blätter mehr Wasser verdunstet, als er gleichzeitig aus den Wurzeln aufnehmen kann. Nachts, wenn die Verdunstung nachlässt, fließt wieder mehr Wasser aus den Wurzeln nach und der Stamm dehnt sich wieder aus. Über das ganze Jahr können wir damit auch verfolgen, wann wie viele neue Zellen im Stamm entstanden sind und so ein neuer Jahrring angelegt wurde. Der Sensor überträgt die elektronisch gemessenen Daten via diese Einheit hier per Funk in unsere Datenbank. Und aus der Datenbank können wir jederzeit und allen Ortes die Daten abrufen und sehen so einerseits die täglichen Schwankungen. Wir sehen eine Grafik mit 5 Tagen. Immer nachts schrumpft, tagsüber schrumpft der Baum, nachts dehnt er sich wieder aus. Und wir können über längere Zeitperioden auch erkennen, wie viel der Baum gewachsen ist. Solche Messgeräte gibt es im Moment etwa 400 über die ganze Schweiz und diese Messgeräte werden betrieben durch das Netzwerk Treenet. Und das Ziel von diesem Treenet ist es, zu verstehen, wie Bäume auf Umweltveränderungen reagieren, zum Beispiel auf Trockenheit, erhöhte Temperaturen. Und daraus möchten wir auch verstehen oder ableiten können, wie Baumarten unter einem veränderten Klima in der Zukunft reagieren werden oder könnten.